Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge vom Parque Rio Negro. Ja, wie man hier sieht, befinden wir uns wieder hinten beim Reptilienhaus, beziehungsweise jetzt in der Außenanlage davon. Jetzt versuche ich erstmal so ein bisschen die Brücken einzubauen, so mit, ja, halt mit Felsen, damit die nicht so schweben. Ich wollte da jetzt keine Unterkonstruktionen bauen, sondern einfach, dass der Weg möglichst, ja, immer so ein bisschen canyonmäßig verläuft, also der Fluss. Und dass über diesen kleinen Mini-Canyon oder so halt, ja, wie gesagt, immer so eine kleine Steinbrücke war und die dann auch gleichzeitig für die Wege dann benutzt wurde. Ja, ich wollte jetzt die Brücken nicht so extrem menschengemacht aussehen lassen, sondern möglichst, ja, dass sie sich möglichst in die Natur mit einbeziehen. Und hier zum Beispiel bei diesem langen Weg, da wollte ich jetzt auch nicht so eine lange Brücke über Land machen. Deswegen dachte ich mir einfach, über diese Steinerhöhung, da haben wir dann wunderbare Alternative, wo man ja einfach sagen kann, dass da halt die Erhöhung ist und dass am Ufer der Weg halt so ein bisschen erhöht ist. Ich finde, das sieht auch eigentlich ganz nett aus, so. Genau. Ja, darum wird es jetzt auch hauptsächlich erstmal gehen, so ein bisschen die Wege auskleiden mit Steinen, dann so ein paar Übergänge machen, ja, hier halt so mit so einem kleinen Wasserfall und diesen Wasserfallspritzern und so. Ja, damit möchte ich gerne simulieren, dass das hier durchgängig ist, so ein bisschen abstürzendes Gewässer mäßig und so. Ja, wird dann überall so ein bisschen diesen Schaum von den Stromschnellen und so verteilen. Und danach werden wir anfangen, den Reptilien-Dom zu bauen. Der soll dann diese beiden Verbindungen halt haben, dass man halt einmal von dem Weg, der außen rum geht, da reinkommt. Und auch eine Verbindung, ja, zu dem Vivarienhaus haben. Wie gesagt, könnt ihr ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen laufen lassen und mich dann gleich wieder melden.
Ja, hier war ich mir jetzt auch noch so ein bisschen unschlüssig, wie ich das haben möchte. Ob ich jetzt hier nochmal so einen Aussichtspunkt haben möchte oder nochmal so eine kleine Plaza da mittendrin, von wo aus man dann rundherum gucken kann. Habe mich zum Glück aber dagegen entschieden. Bin auf jeden Fall bei diesem Rondell geblieben, weil ich das, ja, fand ich jetzt richtig cool so, muss ich sagen. Wollte dann am Anfang erst diese Bambusmauern nach unten ziehen. Quasi als ja, Rundgehege, dass das Gehege in der Mitte, also dass alles in der Mitte quasi das Gehege ist, abgetrennt, dadurch, dass überall diese Bambuswände sind. Habe ich jetzt zum Glück nicht gemacht. Ja, manchmal aus dem Bauchgefühl raus, ne, dass man, also man plant ja was und dann so aus dem Bauchgefühl so, nee, irgendwie, nee, nee, und ja, bin ich schon ganz froh, dass hier so ein großes Nähe war, weil dieses offene, das fand ich jetzt wesentlich besser. Habe jetzt erstmal noch so einen kleinen Bordstein gezogen, weil mich dieser Bordstein vom erhöhten Weg da ein bisschen genervt hat. Das ärgert mich auch ein bisschen, dass man den nicht wegmachen kann. Und ja, wenn er dann so zwischendurch einfach so mal durchblitzt, das ist irgendwie kacke, das sieht doof aus. Also wenn man dann schon irgendwie die Option hat, dass ohne Bordstein ist, dann sollte das auch, wenn der erhöht ist, ohne Bordstein sein, weil, ja, keine Ahnung. So musste ich das jetzt hier wieder mit Steinen, ja, so einen Bordstein drum ziehen und, ach. Dabei habe ich eigentlich ja schon diese Mauer drumrum, diese Bambusmauer, ah, das war irgendwie alles doof, hat mir alles nicht gefallen. Aber man muss es halt machen, wenn man das Ding dann nicht sehen will. Dann hat das auch mit diesem Rumziehen nicht funktioniert, wie man sieht. Da waren dann überall Kanten drin und ach, das war alles irgendwie, ist richtig doof gelaufen. Damit das dann vernünftig war, habe ich das alles weggemacht, was ich über diese Dreh-Kombinationsgedöns da gemacht habe. Und ja, dann habe ich die Steine wirklich per Hand da einmal drumherum gezogen. Ich meine, ich brauche es dir, glaube ich, keinem erzählen, was das für eine Kackarbeit ist.
Das sind dann immer diese Sachen, die sich so extrem ziehen. Und damit das nicht so langweilig ist, haben wir das jetzt mal schön weggecuttet. Manchmal wünscht man sich, dass man das so auch könnte im normalen Spiel. Aber gut. Ja, dadurch, dass ich dann ja zum Glück doch nicht komplett runtergegangen bin mit der Mauer, aber ich das so ein bisschen doof fand, dass das ja so gerade nach unten aussieht, habe ich dann versucht, so ein bisschen ja, das alles so ein bisschen aufzulockern, indem ich auch nach unten diese, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt hier, diese unregelmäßig gleichmäßigen Zäune, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall versucht, die noch ein bisschen nach unten zu bauen. Einfach damit das so ein bisschen besser aussieht, wenn, ja, wenn die Dinger halt hier so unterwegs sind. Und ja, bin mit dem Endergebnis auf jeden Fall sehr zufrieden. Gefällt mir gut. So muss das sein. Ja, und dann habe ich angefangen, den Dom zu bauen. Also alles, was jetzt gerade gebaut wurde da mit den Wegen und dem Wasser und so, das soll alles quasi auch in dem Innenbereich sein. Das soll in so einem riesen, ja, in so einem riesen Dom auf jeden Fall drin sein. Ja, die Maße, die hatte ich jetzt einfach da genommen und bin jetzt an eine Seite gegangen, wo ein bisschen mehr Platz ist, dass man auch ein bisschen was erkennt. Weil, ja, keine Ahnung, so einen Dom, den baue ich irgendwie am liebsten auf ebener Fläche. Die Größe, die ich brauche, die habe ich mir allerdings schon hinten genommen. Habe mir da also zwei Steine gesetzt und die dann quasi rüber kopiert. Hier werde ich jetzt den Aufbau machen. Und habe mich auch mal versucht mit einer tragenden Säule in der Mitte, dadurch, dass der Dom wirklich schon ziemlich groß ist und ja, ein bisschen unrealistisch wäre, dass die Decke so riesig ist und freischwebend ist, ohne Stützen. Von daher hatte ich es jetzt wirklich mal versucht, so eine Mittelsäule irgendwie mit einzubeziehen.
Ja, wie gesagt, habe auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes probiert. Nicht so ein 0815 Standarddom, den ich schon jetzt ein paar Mal gebaut hatte, sondern ich wollte wirklich mal was anderes probieren. Deswegen auch die Schräge, dass man quasi wie so einen Buckel quasi in der Mitte dann nachher hat. Und ja, diese eckige Säule, die wird ja schlussendlich dann beim Drehen auch rund. Also so zumindest war meine Hoffnung. Ist auch hat auch super funktioniert eigentlich, also relativ gut. Bis auf so ein paar kleine Sachen, die jetzt halt am Seafiling haben, aber ja, mein Gott. Man kann nicht drüber hinwegsehen. Das war dann jetzt allerdings auch von der Größe so groß, dass das so ein bisschen tricky beim Drehen war. Das war schon ein bisschen extrem von der Feinjustierung. Aber hat schlussendlich funktioniert. Und ja, mit dem Ding sieht das natürlich dann jetzt auch um einiges wieder besser aus. Also es gibt diesen ganzen Reptilien, Reptilien-Dom, ja noch mal so einen richtigen Push, finde ich. Macht das auf jeden Fall sehr viel interessanter, was jetzt hier in der Ecke ist. Ja, wie man jetzt hier gesehen hat, ist das so ein bisschen tricky gewesen, das dann jetzt hier vernünftig hinzusetzen. Hab schon so ein bisschen darauf geachtet, dass die Wege da auch durch diese 4x4 Meter Blöcke da laufen, damit ich das jetzt hier halt einfach entfernen kann und ja, dann halt einfach Verbindungsstücke dahin machen kann. Genauso wie unten im Wasser, da werde ich jetzt auch noch die Wände wieder rausnehmen, damit ja, das Wasser halt freien Lauf hat. Ja, ich finde eigentlich, dass der Dom richtig gut aussieht hier. Dann werde ich jetzt noch die Verbindung machen zum Reptilienhaus, also vom Reptiliendom zu dem Vivarienhaus. Und damit war es das auch wieder für diese Folge. Lasst gerne in den Kommentaren eure Meinung da, was ihr von dem Reptiliendom haltet, von der Ecke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao, ciao.